Das ist anfassbare und nachweisbare Biologiepartner. Und nix, was ich mir hier ausdenken muss. Und von den zahlreichen Tests, bei denen sich Frauen während ihrer fruchtbaren Phase signifikant mehr zu archetypisch männlichen Attributen hingezogen fühlen, da habe ich ja schon sehr oft berichtet. Das ist dann also eine tiefe Stimme, ein muskulöser Körper, Dominanz, Führung, all sowas eben. In der Partnerschaft tritt das dann etwas mehr in den Hintergrund für Frauen. Das heißt, du musst bei One-Night-Stands für sehr heiße Frauen besser aussehen, als wenn es um langfristige Anziehung, also eine Beziehung geht. Frauen sind also, das muss man auch mal anerkennen, immer hin und her gerissen und in emotionalem Aufruhr, könnte man sagen. Auf der einen Seite wollen sie den lieben, verständnisvollen Mann an ihrer Seite, aber rein biologisch und evolutionär bedingt zieht es sie zu markant dominanten Alpha-Typen hin. Diese sind zwar unbequemer für Frauen, sorgen aber in letzter Hinsicht dafür, dass sich die Frau bei ihnen so weiblich fühlt, wie sie sich bei einem devoten Betamann und einem liberalen Sojabübchen niemals fühlen würde.